In über 90% der Fälle muss ein Bandscheibenvorfall eigentlich nicht operiert werden. Operiert werden muss, wenn jemand nicht beherrschbare Schmerzen hat, also mit Morphin auch der Schmerz nicht zu beseitigen ist, oder schwerwiegende Lähmungen im Arm- oder im Beinbereich vorhanden sind, oder zum Beispiel Blasenmastdarmstörung, dann muss unbedingt operiert werden. Zuvor, wie gesagt, aber findet immer eine konservative Therapie statt, weil man damit eigentlich den Bandscheibenvorfall meistens sehr gut behandeln kann. Im Prinzip ja, nach dem Erwan-Prinzip aber muss man sagen, es gibt verschiedene Vorgehensweisen. Entweder man nimmt nur den Bandscheibenvorfall heraus, dann hat man aber eine sehr hohe Rate von Rezidivbandscheibenvorfällen. Das ist sozusagen um die 18-20%, müssen die Patienten dann wieder operiert werden. Das andere, nimmt man die Bandscheibe, den Puffer komplett heraus, dann fehlt dem Patienten ein Puffer und er hat und entwickelt sehr schnell chronische Rückenschmerzen. Deswegen gibt es eine andere Lösung. Man kann diese Öffnung, wo der Bandscheibenvorfall herausgerutscht ist, verschließen mit einer neuen Methode. Dadurch kann ich dem Puffer die Bandscheibe belassen. Der Patient kann hinterher entsprechend wieder alle sportlichen und beruflichen Aktivitäten wieder durchführen. Unmittelbar nach der Bandscheibenoperation sicherlich, aber im Laufe von, sagen wir, 4-5 Wochen besteht die Möglichkeit, wieder entsprechend Sexualität zu haben. Und vielleicht nur, um vielleicht eine kleine Vorstellung zu bekommen, nach einem Vierteljahr können Sie wieder anfangen zu laufen, zu joggen, schwimmen und Fahrradfahren. Nach einem halben Jahr können Sie eigentlich jegliche sportliche Aktivität wieder durchführen.